Hallo, herzlich willkommen zurück bei Nudel im Pott. Heute mit einem Pseudo-Unboxing. Wir haben mal wieder schon mal aufgemacht, um schon mal reinzulinsen. Ne? Vorweg, da oben steht ein nettes Wort. Werbung. Das hängt damit zusammen, dass uns das, was dort drin ist, zur Verfügung gestellt wurde von Estimo Deutschland in Person von Michael Wusthoff. Vielen Dank dafür. Ja, man kennt ihn, ne? Also die Zusammenarbeit hat sich einfach angeboten, ne? Also wir machen die Videos aus dem Pott. Er beliefert den Pott mit Judo-Anzügen. Hat sich irgendwie angeboten. Gut, wollen wir einfach mal reingucken. Bitte. So, was ist drin? Eine Tasche. Ist sie nicht schön? Eine Tasche. Machen wir direkt auf, ne? Machen wir einmal auf, genau. Das dann raus. In dieser Tasche, die übrigens im Lieferumfang tatsächlich mit enthalten ist, befindet sich ein brandneuer, noch ungeöffneter Estimo Gold 2015, also das IGF lizenzierte Flaggschiff. Ja. Mach einmal auf und holen wir einmal raus. Wie immer von uns der haptische und optische Check vorweg. Ja, viele schöne Waschzettel, gut, kann man ja rausschneiden. Ja, dann fangen wir an mit der Jacke. Es ist übrigens Größe 175 Regular, also nicht Slimfit. Weil mir Slimfit inzwischen nicht mehr passt. Schaut so aus. Ich glaube, hier unten ist noch ein Zettel drin, kann das sein? Einen gibt's. Das kannst du abziehen. Ja, super. Ja, das IGF Approved Label, dann das goldene Estimo Logo. Ja. Schön leicht ist er. Er hat 750 Gramm pro Quadratmeter, ne? Und genügt somit den Anforderungen der IGF. Auf den ersten Blick ist er von dem alten, vom Design her ziemlich ähnlich, sehr schlicht. Und wie ich jetzt hier sehe, kannst du auch mal mitgucken, makellos. Ich sehe soweit nichts. Ich auch nicht. Keine Naht steht raus. Sehr schön. Also Verarbeitung vom Augenmerk her super. Dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lange drum herum. Ihr wollt ja auch wissen, wie er sich anfühlt. Deswegen machen wir jetzt einen kurzen Schnitt. Und ich ziehe mich kurz um. So, da sind wir wieder. Jetzt sind wir Partnerlook. Hier haben wir den alten von... welches Reglement war das? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall den alten bis 2015. Ja, der hatte noch die dicken 930 Gramm. Und hier haben wir jetzt die deutlich leichteren 750 Gramm pro Quadratmeter, die IGF verlangt. So, ich habe das Ding jetzt erstmal angezogen und bevor ich auf die Jacke eingehe, die ich übrigens sehr angenehm zu tragen finde, dafür, dass der Nigelnagel neu, noch nie geöffnet zu mir kam, noch nicht eingewaschen, noch gar nicht, muss ich sagen, die ist super angenehm zu tragen,
fast weich von innen. Ne? Super. Aber erstmal zur Hose. Die Hose ist ebenfalls ziemlich schön zu tragen. Das ist mir im direkten Vergleich sofort aufgefallen, weil ich vorhin noch die von Ippon Gear anhatte, vom Ippon Gear 2020. Und ich finde, die zwickt ein bisschen. Und der Unterschied ist mir sofort aufgefallen. Was natürlich sofort auffällt, das will ich gar nicht verschweigen, der ist leicht. Ja, der hat dieselbe Stärke wie auch der Ippon Gear 2020. Ja. Ja, er ist leicht, muss er auch sein, so sind die Regeln. Er ist auch nicht von innen verstärkt. Ne, das sind alles Sachen, wenn ihr einen solchen Anzug haben wollt, der IGF approved ist, müsst ihr auf Sachen verzichten wie von innen verstärkt und einfach schwere Anzüge gibt es halt nicht mehr. Ja, Punkt. Gut. Kommen wir zum Preis. Preislich fängt er bei 154 Euro an und in der Größe 175, also das, was ich gerade anhabe, regular, kostet er 170 Euro. Muss man sagen, das ist ein normaler Preis für IGF-approved Anzüge. Wenn man mal Richtung Adidas und so guckt, das ist ungefähr die Preisrichtung, wo man mit rechnen muss. Wenn man das Label haben möchte oder haben muss, wenn man international kämpft oder und so weiter, oder einfach dieses geile Design haben möchte, ich meine, es hat einen Grund, warum ich den mir vor 8 Jahren gekauft habe. Er sieht einfach gut aus. Und das ist dasselbe Design, sieht auch geil aus. Ne? Also. Und ja, würde ich sagen, wollen wir ein bisschen Judo machen? Ja. Also. Die größte Angst, die Leute ja immer haben, kann ich überhaupt noch Griffe brechen? Halt mal fest, richtig. Ja, ich glaube, die Antwort war ja. Halt mal richtig fest. Es funktioniert. Funktioniert, ist kein Thema. Ja? Und wie gesagt, ne, ist natürlich nicht verstärkt, weil IGF möchte das nicht. Und hat dünnes Revers, weil IGF das möchte. Von daher muss man sich natürlich irgendwas einfallen lassen. Und mein letztes Pläuschen, was ich mit Michael Wusthoff hatte im Laden, da meinte er, da kamen die gerade auf den Markt, deswegen sind die so schön glatt. Die haben diese Reiskornwebung, ist besonders glatt, nicht mehr so rau, damit das eben noch funktioniert. Damit man das nicht festhalten kann wie ein Bademantel. Ne? Und dementsprechend ist es auch kein Thema, Griffe zu brechen. So. Dann machen wir mal eine Kapuze. Zieh mal richtig. Zieh! Ja, also festsitzen tut er auch. Alles gar kein Thema und nebenbei, der Gürtel von der selben Firma sitzt auch. Wir haben ja viele angehende Darnträger unter uns. Und da ist halt die Frage, nicht nur wollen wir uns ordentlich damit werfen können, ordentlich kämpfen wollen, sondern ist auch die Frage, können wir damit ordentliche Bodentechniken machen? Das Problem kennen wir alle bei starken Wettkampfanzügen, dass man zum Beispiel Techniken wie
Tsukikomi Gym. Warte mal, wir machen mal hier in die Richtung. Ja, zum Vergleich ist der normal, ist ja der alte mit 930 Gramm. Ich mache hier auf. Das ist schon schwierig mit den Fingern. Funktioniert schon, ne? Und jetzt halt im direkten Vergleich, mach du mal bei mir. Warte, wir müssen natürlich wechseln. Mhm. Warte, so. Wie reinhauen quasi. Ne? Also schöne Bodentechniken kann man sehr wohl mitmachen. Hände gehen. Mach mal bei mir bitte Judy Jim oder so. Ja. Hände gehen 1A rein. Man kann damit super Boden für den Dan. Ja, und ich denke, neben dem Wettkampfbetrieb, wofür der hier natürlich gemacht ist, haben wir gerade gesehen, Griff brechen, kein Problem. Er ist schön leicht, gerade klar für den Sommer, ne? Wenn du nicht mit einem Kampfpanzer 930 Gramm rumlaufen willst, weil du eingehst, klar, das ist eine Option. So, was müsst ihr noch wissen? Ach so, passt der überhaupt? Das ist auch so eine Sache. Zieh mal. Normal, ich bin ein bisschen über 1,70 groß, 1,72 um genau zu sein. Die Leute fragen ja immer. Und ihr seht, 175 regular. Pack mal die Hand rein, bitte. Locker. Ihr könnt davon ausgehen, dass es ungefähr 2 bis 3 cm noch einläuft. Dann ist es ungefähr hier und dann passt er halt perfekt. Ne? Ist Polyester-Mischgewebe, wenn ich richtig im Kopf habe, 70-30. Ne? 70% Baumwolle, 30% Polyester. Bedingt, dass er nicht mehr so stark einläuft. Okay. Was können wir noch für einen Schabernack damit treiben? Ihr seht nicht nur die Frisur sitzt, sondern der Anzug auch. Ja, Griffkampf ist natürlich besonders interessant in dem Fall, ne? Und ihr seht, für mich trotzdem möglich, eine Dominanz aufzubauen, ne? Weiter. Ich kann das auch offen reden. Absolut möglich. Ja, letztendlich, das ist natürlich auch ein bisschen skillabhängig, ne? Kommt ja nicht immer alles auf den Anzug an. Uchimata ist nicht meins.
Oh, jetzt gut 2 Minuten gekämpft. Einmal zapp, einmal zapp. Kein Problem. Also das, was man so befürchten würde, dass der einem einfach irgendwo wegfleucht, gar nicht der Fall. Hilf mich mal ein bisschen durch die Gegend. Mal gucken, wie gut er gepolstert ist. Der ist schon stark beständig, ne? Er ist immer noch dran. Ja. Und vor allem, was mir auffällt, ohne Scheiß, ich spüre nichts vom Boden. Also klar, Aufschlag und so, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh, ich hole mir gleich Mattenband oder so. Also, der polstert gut. Der polstert gut, ja. Schon, ist schon ein bisschen Magic, finde ich. So, im Vergleich zu gewissem anderen Anzug, den ich auch besitze, der leicht ist. Also, Leute, Butter bei die Fische. Super angenehm, sich damit werfen zu lassen. Super angenehm. Ich kann nicht klagen, also... Unter uns, ich habe Schlimmeres befürchtet. Nee, der ist gut. Sollte man auch erwarten. Also, Kaufempfehlung an wen? Leute, die international kämpfen. Hundertprozentig, ja. Leute, die Bock haben, in dem Anzug zu kämpfen, wo das Idol mitkämpft. Ja, klar. Hundertprozentig. Weil bei anderen, Preis-Leistung, haben wir gerade gesagt, ist so in diesem Segment, dürfen wir ruhig Premium-Segment nennen, ist so. Dann Leute, die noch nie einen dünnen Anzug hatten, jetzt kommen wir in Gefilde, kauft euch erstmal zum Eingewöhnen einen günstigen. Würde ich vorschlagen. Leute, die sich im Sommer den Poppes wegschwitzen. Ganz deutliches Ja. Der ist super leicht, super luftig, polstert aber trotzdem super. Leute, die ihn da anmachen. Hochgradiges Ja. Nicht nur, dass wir gerade ja probiert haben, wie das mit dem Würgen funktioniert, ob man damit gut bei den Bodentechniken reinkommt für den Darn, das ist definitiv der Fall, sondern wir haben uns ja damit gerade auch geworfen. Und ich muss sagen, er polstert schon sehr gut. Also, alles in allem würde ich sagen, kommt ein bisschen auf eure Ansprüche an, klar. Aber von mir gibt es eine Kaufempfehlung für eben diese Gruppen. Wenn ihr nicht zu diesen Gruppen gehört, aber denkt, der sieht doch irgendwie geil aus, kann ich euch nur vorschlagen, fahrt mal zu Michael hin. Super netter Typ. Probiert an. Abgesehen davon, es gibt von Essimo ja noch den Essimo Vasari. Den stellen wir euch in einem späteren Video auch nochmal vor. Der vergleichbar dick ist. Von daher könnt ihr auch da nochmal gucken, ob euch vielleicht der besser gefällt.
Ja, von daher kann ich euch nur ermuntern, fahrt mal ruhig hin, lasst euch beraten und ihr findet da bestimmt was. Gut, in diesem Sinne, wir sehen uns nächsten Montag. Tschüss!